Et heißt ja immer, glaub keine Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Wie was sind dann so typische Statistikfehler, die also am Alltag begegnen? Ja, an den Medien gehen wir dags bombardiert mit Zahlen und Statistiken. Gerade in Zeiten von Fake News und Alternative Facts ist es wichtig, sich Daten genau anzugucken und richtig zu interpretieren. Statistik ist hier immens wichtig. Sie hilft für Daten, Trends und Muster zu erkennen und Konklusionen daraus zu ziehen oder Entscheidungen zu treffen. Beim Alltag könnt immer nicht, bewusst oder unbewusst, zu Fehler am Umgang mit Statistiken. Wir weisen euch dafür hier 5 häufige Interpretationsfehler von Statistiken und wie ihr sie evitieren könnt. Fangen wir direkt um mit dem Klassiker. Korrelation ist nicht automatisch Kausalität. That's not how the force works. Eine positive Korrelation haben wir, wenn 2 Werte an dieselbe Strichlinie weisen. Eine negative Korrelation, wenn den E-Wert raufgeht an den anderen rauf. Eine Kausalität haben wir, wenn E-Wert Verhalten von einem anderen beeinflusst. Wenn also eine Ursache-Wirkung-Relation zwischen beiden besteht. Zum Beispiel, wenn ihr mehr Alkohol an einem Moment trinkt, wenn ihr noch mehr folgt. Ich habe nur ein paar angeknüpft, aber Pauline! Anders gesagt an diesem Beispiel aus. Die Schwarzlin ist die Konsumation von Butter in den USA, die Rot der Schädungstor am US-Bundesstaat Maine. Die 2 Werte korrelieren ganz stark, aber es gibt keine Kausalität. Es ist nicht, weil die Leute in den USA Männer Butter essen, dass sich Männer Leute am Maine schäden lassen. Leider gesagt in den dritten Fehler Dux. An einem Titel wird dann zum Beispiel behauptet, laut einer Studie gehen Leute mehr all, also viel rote Wein trinken. Es gibt also eine Korrelation. Ja, gut erkannt, Paul. Aber das heißt nicht automatisch, dass den heißen Alter auf den roten Wein zurückzuführen ist. Vielleicht würden das Leute sozial und körperlich mehr aktiv, als ihnen dafür mehr all gehen. Dafür als ein Tipp, immer nachfragen, ob bei einer Korrelation auch tatsächlich eine Kausalität für Leute. Kommen wir zum Fehler Nummer 2. Die prozentuale Wurstung gucken ohne den Kontext von absoluten Zahlen. Wenn ein Unternehmen ugeht, sie hat 100% mehr Verkauf in den Mond für drin. Da klingt das mega. Aber falls sie den Mond für drin einen Artikel mit wenig Umsatz verkaufen und den Mond drauf 2, dann ist das so mit den 100% zwar korrekt, aber nicht mehr so impressionant. Das schenkt mir echt ein bisschen schappig zu sehen. Anders ist es, wenn ein Unternehmen Millionen Artikel pro Jahr verkauft mit riesigem Umsatz. Da ist eine Verkaufssteigerung von ein paar Prozent viel mehr aussagekräftig wie bei kleinen absoluten Zahlen. Oder gucken wir als fiktiv Saläre von Kadern und Arbeiter an einer Firma an. Das Management behauptet, der Arbeiter hätte mehr beigeholt. 10%. Kadre ist 5%. Das Grafik weist er doch korrekt an. Meint aber wohl nicht, dass das automatisch heißt, dass der Arbeiter tatsächlich mehr so gut wie Kadre. I doubt it. Holen wir zum Beispiel an, der Salär von den Arbeiter war anfangs 2000 und die von der Kadre 6000 Euro. Da kommt der prozentual zwar wohl der Arbeiter mehr bei, aber in absoluten Zahlen waren da die Kadre, die besser davor kommen. Sie kriegen 100 Euro mehr bei wie der Arbeiter. Als nächsten Tipp, bei prozentualem Wurstum immer auch auf die Absolutzahlen gucken. Kommen wir mal zum Fehler Nummer 3. Achsen, ob Diagramme und Grafiken nicht genau gucken. Holen wir ein fiktives Beispiel von einem Wahlresultat von einer Partei im Vergleich zu den letzten Wahlen. Die Partei sieht, sie hat immens viele Stimmen beigekriegt. Effektiv gesagt, um Diagramm so aus. Aber das hört sich von aber un. Leider ist es aber nicht so. Wenn ihr mir genau hier guckt, habe ich rausgezoomt. Wenn ihr die Grafik ganz gesagt, erkennt ihr, dass der Unterschied ganz gering ist. Grafiken können noch gestaucht oder gestreckt gehen, für das die Unterschiede mehr oder minder krass ausgesehen. Dafür immer gut gucken, wie Daxe beschriftet sind und was für Maßstab benutzt wird. Kommen wir zum Fehler Nummer 4, das Simpsons-Paradox nicht erkennen. Wollen wir als Beispiel eine fiktive Unterprise. An dieser verdienen insgesamt Männer am Durchschnitt mehr wie Frauen. Wenn du aber an der Unterprise Einzelkategorien, zum Beispiel Chavitage, das Mittelmanagement und das AssistentInnen analysiert, dann stell dir fest, dass in jeder einzelnen Kategorie Frauen mehr verdienen wie Männer. Well, it's about time. Wie kann das sein? Aber im Fall von dieser Unterprise leitet darum, dass auch wenn Frauen pro Kategorie zwar mehr verdienen wie Männer, insgesamt mehr Frauen an der schlecht bezahlten Kategorie von den AssistentInnen schaffen und Männer an der Chefetage. Ohne die zweite Info kann ich fälschlicherweise meinen, dass die Männer an der Unterprise mehr Geld für dieselbe Arbeit kriegen. Durch die zweite Analyse gesagt aber, dass der Kontra der Fall ist. Und dass das Problem daran liegt, dass die Männer die bessere Positionen an der Unterprise haben. Also, bei Aussagen zu Marianen immer nachfragen, ob er dann in der Kategorie nicht ernst ausgesagt. Kommen wir los zu unserem letzten Fehler. Der Median ist heute mehr aussagekräftig wie der Mittelwert. Häufig stellen wir uns ein kleines, idyllisches Dorf mit 100 Einwohnern vor. Am Durchschnitt haben die Einwohner eine Vermögen von
100.000 Euro pro Kap. Und lo zu dem Milliardär an der Dörf, mit einem Vermögen von 3 Milliarden Euro. Lo haben wir 101 Anwohner mit einem Durchschnittsvermögen von bemol ganzer 29,8 Millionen Euro. Natürlich sind die anderen Anwohner nicht schlagartig mehr reich gehen, aber der Mittelwert ist einfach nicht immens allzukräftig, wenn ein ein oder paar Extremwerte hat und das besonders bei kleinen Populationen. Hier wäre besser, den Median zu wählen. Median ist ein Wert, der genau an der Mitte von einer Zählerei liegt. Also an diesem Beispiel ist der Median ein Vermögen, was so hoch ist, dass die enge Hälfte von der Dorfbevölkerung drinnen liegt und die andere Hälfte drüber. Der Median ändert sich quasi nicht, was just ein Anwohner beizieht, egal wie viel die verdient. Und das entspricht viel mehr der Realität von den anderen 100 Anwohnern am Dorf. Fazit: Statistik ist immens nützlich. Sie erlaubt Daten besser zu analysieren und zu kontextualisieren. Für das wichtige Entscheidungen muss aus dem Bau raus getroffen gehen. Weil aus dem Bau raus, da kann er doch nicht an die Box gehen. Allerdings. Für Fehler zu vermeiden, braucht es oft Kontextwissen und Wissen darüber, was deine Statistik aussieht und was nicht. Also, halt dann ab und hör nach Frut. Ciao, ciao.